Das Auto. Ein Vater sagte seiner Tochter: Du hast das Gymnasium abgeschlossen. Hier ist ein Auto, das ich vor Jahren gekauft habe. Es ist schon etwas älter, aber bevor ich es dir gebe, fahr zum Gebrauchtwagenhändler und sag ihnen, dass du es verkaufen willst. Und frag, wie viel sie dir dafür bieten. Die Tochter ging zum Gebrauchtwagenhändler, kehrte zu ihrem Vater zurück und sagte: Sie boten mir 1000 Euro, weil er sieht ziemlich abgenutzt aus. Der Vater sagte: Bring ihn zum Pfandhaus. Die Tochter ging ins Pfandhaus, kehrte zu ihrem Vater zurück und sagte: Das Pfandhaus bot nur 100 Euro an, weil es ein altes Auto ist. Der Vater bat seine Tochter, jetzt in einen Autoclub zu gehen und ihnen das Auto zu zeigen. Die Tochter brachte das Auto dann zum Club, kam zurück und sagte ihrem Vater: Einige Leute im Club boten 100.000 Euro dafür, weil es sich um eine Rarität handelt, die bei Sammlern sehr gefragt ist. Nun sagte der Vater zu seiner Tochter: Der richtige Ort schätzt dich auf die richtige Art und Weise. Wenn du nicht geschätzt wirst, sei nicht böse. Es bedeutet nur, dass du am falschen Ort bist. Diejenigen, die deinen Wert kennen, sind diejenigen, die dich schätzen. Bleibe niemals an einem Ort, an dem niemand deinen Wert sieht.